Bei der Euro 2016 wurden viele Änderungen eingeführt. Wohl am wichtigsten waren das erweiterte Starterfeld sowie die Zusatzrunde in der K.O.-Phase. Der Wettbewerb hat dadurch zweifellos an Reiz gewonnen. Jetzt bekommen mehr Teams ihre Chance, wodurch der Wettkampf natürlich noch härter wird. Das Spiel ist angepfiffen. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Und der kommt durch. Null zu null bis hierhin. Sie haben nichts verpasst. Bleiben Sie aber jetzt dabei. Nicht zum Kühlschrank gehen. Das geht nicht schnell genug. Konter bedeutet ja eigentlich schneller Gegenstoß. Aber von schnell ist hier beim besten Willen nichts zu sehen. Langer Ball in den freien Raum. Und macht er den? Er sitzt. Jetzt also beginnt dieses Spiel endgültig. Achtung, der Ball kommt rein. Er versucht's nochmal. Schlägt den Ball nach innen. Drin das Ding! Für die Spannung ist das natürlich klasse. Ab jetzt alles wieder offen in dieser Partie. Versucht die Gasse zu finden. Dani, viel zu weit an Tor vor. Joao Moutinho. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Da tankt er sich durch. Tor! Tor für Portugal! Der Pfiff des Schiris und nun ist Halbzeit. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Fabio Coentrão versucht, die Kugel schnell nach vorn zu hauen. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Der Keeper lenkt ihn vorbei. Der Ball ist links draußen. Bin mal gespannt. Der kommt weit nach vorn. Nani! Schlauer Pass. Der ist schön durchgekommen. Die Tür ist sperrangelweit offen. Das ist das Tor des Jahres. Ich verspreche es euch. Also, pari pari, alles wieder auf Null gestellt. Und damit ist alles völlige Makulatur, was wir bisher gesehen haben. Alles geht und steht und... Tor! Tor für Portugal! Mal schön ihn über die Klinge springen lassen. Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Diese Gala-Vorstellung hat alle Kritiker eines Besseren belehrt. Die Mannschaft war von Beginn an motiviert, bis in die Haarspitzen.